Da hast du schon gut vorgearbeitet. Naja, ich habe noch ein paar Folgen aufgenommen. Ich hatte auch, heute kommt eine Folge raus, wo ich das mit den leeren Kills mache. Und da habe ich immer erst nicht gecheckt, dass ich den leeren Schaden machen muss, sondern ich dachte, ich muss Gegner töten, die leeren Schaden machen. Das hat erstmal ewig Ach gedauert. so. Das hat die Wow, Fol ey. Das habe ich die Folge noch nicht gecheckt. Das habe ich erst zwischen den Folgen dann gecheckt und in der morgigen Folge habe ich es dann noch beendet. Moin anderen da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, ist heute wieder ein Gast dabei, der Finn. Hi. Moin. Wir wollen heute die Quests oder die Quests machen. Einmal, eigentlich haben wir gedacht, wir machen hier des Rattenkönigs Freunde. Und Finn hat dann angemerkt, wir können das ja gleichzeitig machen mit nahende Dämmerung, mit dem ersten Questschritt. Wenn wir die beiden Patrouillen quasi gleichzeitig machen. Weil ich finde das Gedicht hier, des Rattenkönigs Freunde, so witzig. Oder was heißt Gedicht, aber das ist Rätsel. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Des Rattenkönigs Freunde rennen hier hin und dort. Also das heißt, man muss immer hin und her rennen. Das ist wahrscheinlich das, ja, das Synonym für Patrouille, Mädchen und Knaben. Das heißt, unterschiedliche Leute oder was? Wissen, wo sie sich laben. Vergiss nicht dein Spielzeug, noch deine Schuhe. Da habe ich keine Ahnung, was damit gemeint sein soll. Oh ja, geht gleich wieder rund hier. Das konnte ich nicht zu Ende lesen. Ja, das ist Eskalationsprotokoll. Können wir ignorieren. Okay. Rennen wir erstmal weg hier, sehr laut. Jo. Kannst du eigentlich diese. Warte. Diese Kugeln, die ich hier droppe, auch aufsammeln? So. Okay, wir müssen Patrouillen machen. Wo ist denn eine? Ich muss mal kurz den Spielsound leiser machen, weil das irgendwie ist laut. Weiß noch nicht warum. Seltsame Topografie in dem Sektor. Versuchen wir mehr mit einem Scan herauszufinden. So. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser. Ich renne dir hinterher. Ach, du hast schon angenommen. Ich sehe, ich habe eine Kugel in der Hand. Ah, nice. Ja, kannst du auch, ne? Mit C, ne? Ja. So, wir müssen in die Richtung. Das Fahrzeug ist sehr langsam. Aber ist größer. Kann ich abschießen? Hä, hatte das nicht auch? Ach, mit rechter Maustaste. Kaum 2 Tage nicht gespielt, habe ich schon wieder alles vergessen hier. So, also für Rattenfängers Freunde oder wie hieß es nochmal? Die Rattenfänger-Quest. Freunde. Für die müssen wir quasi jetzt Patrouillen abschließen. Das steht so nicht direkt in der Quest drin, aber wir haben uns ein bisschen informiert vorher. Genau. Deswegen werden wir die erste Patrouille machen, die da hinten ist. Gewehr, was ich hier habe, habt ihr ja schon mal einen Einsatz gesehen. Ist immer noch geil. Daten sammeln. Was für Daten sammeln? Sammeln. Einfach nur hier stehen und Gegner töten. Nee, da wo ich stehe, einfach rumstehen. Nicht mehr Gegner. Ja, das ist hier. Oh. Ich check mal gerade ab, ob das funktioniert hat. Ja. Die erste Patrouille hätten wir. Hier ist eine Kiste. Das ging ja schnell jetzt. Da unten ist doch die nächste Patrouille irgendwo. Ja, dann startest du den nächsten Mal. Zack, gestartet. Zurück, was uns gestohlen wurde. Sammle die Schartafeln. Gegner töten und die droppen dann so Tafeln, so die Dinger hier. Ja, hab ich schon gesehen. Jetzt auch einsammeln können. Wie viel brauchen wir? 10. Das geht ja schnell. Nee, ich glaube, das heißt, wir können die beide einsammeln. Das geht schneller. Ja, das geht schnell. Weil ich habe die gerade schon eingesammelt bei mir. Jetzt fehlen Gegner.
mal hier hoch, ob hier oben welche sind. Nope. Die haben wir schon erledigt. Ach, du sammelst da schon wieder fleißig alles. Ja. Ich verpasse mal wieder alles, Leute. Ja, ich habe das neunte. Theoretisch, wenn ich hier interagiere, was passiert denn dann? Ja, wo er interagiert. Ah, du hast das Eskalationsprotokoll jetzt gestartet. Ja, da müssen doch jetzt Gegner kommen, oder? Ja, vor allen Dingen. Ja, ich hab's. Und gleichzeitig ein Umbralengramm. So. Oh, noch ein Umbralengramm. Ach ne, ist Transmutation. So, und wir müssen wieder weiter. Hast du schon nächstes gestartet? Alter, ja. Das zählt tatsächlich. Guck mal, das Rattenkönigsfreunde. Es muss übrigens, das habe ich auch noch nicht erklärt, es muss zu zweit gemacht werden. Also mindestens zu zweit. Sonst geht das nicht. Also alleine könnt ihr die Quest nicht machen. Warte mal hier, dann schau mal dieses Auge hier oben. Wo ist denn das? Über dir. Ach da. Ach, das geht mit der Waffe jetzt, alles klar. Genau, nur mit der Waffe geht das kaputt. Nur mit der, also gar nicht mit anderen Waffen? Oder anderen, geht es auch andere Kinetikwaffen? Nee. Nur mit dieser eine Waffe. Also es gibt insgesamt 50 Stück davon. 45 davon sind relativ leicht zu finden und auch kaputt zu machen. 5 davon sind in dem neuen Dungeon auf dem Turm. Und da der für ein Level von 1040 gedacht ist, sind wir noch nicht geeignet dafür. Okay, muss ich mal gucken, wie ich denn die Folge nenne, damit die Leute das drauf finden. Wie heißen denn diese Sphären, die ich damit kaputt mache? Diese Kugeln da. Ja. Das sind Savatuns Augen. Aber Savatuns Augen. Ja. Das ist eine Art Augen. Oh, ich habe keine Munition mehr für die Waffe. Ja, du kannst auf deinen Helm kannst du Spezialmunition drauf machen. Dann wird die quasi mehr Spezialmunition. Und da hätten wir einen Questschritt. Jetzt haben wir nämlich beide Quests direkt abgeschlossen. Bam. Praktisch. Des Rattenkönigs Freunde, Arm in Arm, kämpfen als eins. Frei von Harm, erfreut euch dort draußen ganz ohne Not. Hoch die Flagge und uns holt nie der Tod. Alter General. Warte mal, wenn es ein bisschen ruhiger ist, gucke ich mir das auch nochmal an. So. Und zwar jede Menge. Des Rattenfängers. Freunde. Abgeschlossen, 1 von 2. Arm in Arm. Ja. Kämpfer als 1, frei von Harm, erfreut euch dort draußen ganz ohne Not. Noch die Flagge und uns holt. Niedertod. Alter, ja, Kinderreim. Was denkst du denn, was wir machen müssen? Also wieder zu zweit. Arm im Arm. Kämpfen als eins. Ein Strike oder so. Frei von Harm. Erfreut euch dort. Kämpfen als eins. Also Strike müsst ihr tatsächlich noch machen. Das kommt noch. Frei von Harm. Weiß ich nicht, was es bedeuten soll. Erfreut euch dort draußen ganz ohne Not. Dort draußen. Also draußen ist irgendwo, wo es öffentlich ist. Ja, ganz ohne Not. Hoch die Flagge und uns ein Abenteuer. Nee, nah dran, öffentliches Event. Öffentliches Event, ah, alles klar. So, dann suchen wir mal eins. Ob auf dem Mars. Ja, auf dem Mars ist leider keins. Dann müssen wir vielleicht auf einen anderen Planeten gehen. Gucken wir mal. Machen wir einen 1. Gucken auf den Titan zum Beispiel. Ist auch geil. Der EZ ist gerade 1 in der Schlamm. Aber das Event ist blöd, das mag ich. Das ist jetzt echt ätzend. Gucken wir mal. Von Io ist da irgendwas? Nee. Nope. Und Merkur? Auch nicht. Auch nicht. Wo haben wir noch? Mond? Ach ne, da kannst du nicht, ne? Doch, Mond kann ich hin. Oder ist aber auch keins. Da ist tatsächlich eins. Im Mond ist tatsächlich eins, ja. Hä? Wo denn? Ganz links. Ach da, oh, hab ich gar nicht gesehen. Na, dann starten wir da mal hin. Ich war lange nicht auf dem Mond. Ja, das startet in 4 Minuten. War lange nicht auf dem Mond. Das letzte Mal 1969. Exakt. Spaß beiseite. Ne, da auf dem Mond gibt's auch eine... Mond ist ja die Erweiterung von Shadowkeep. Fest und Schatten. Ja. Und da gibt's auch jetzt, eine ziemlich gute Quest, die du da machen kannst.
Eine Frage so zwischendurch. Ich habe jetzt den exotischen Brustschutz mit 1000 Power Level. Ja. Hab aber auch einen legendären Brustschutz mit 1005. Sollte ich lieber den 1005er nehmen? Je nachdem. Meinst du, die Rüstung bringt viel? Ich weiß nicht. Hat Wahrscheinlichkeitsmatrix. Verbessert nur Argus-Blitze, mehr nicht. Verbessert Argus-Blitze. Ja. Also im Prinzip bringt die dir nichts, weil du ja Leere benutzt. Genau. Ja, dann würde ich die 1005er nehmen. Okay. Weil dir der Brustschuss halt im Prinzip nicht weiterhilft. Dann müsstest du halt den Argus-Fokus nehmen. Dann wäre das wieder anders. Oh, shit. Bin ich jetzt tot? Wie bin ich hier hingekommen und warum komme ich hier nicht wieder weg? Ich hüpfe auch in jedes Loch, ey. Was ist das denn hier? Patrouille? Also. Nee, Patrouille nicht. Sprungschanze. So. 2 Minuten noch. Okay, dann gucke ich mal, dass ich den Brustschutz eben ändere. Der hat auch Leere und nur Energie von 1. Ja, die Energie ist nur interessant, wenn du für Mods, ne? Ja. Ab und zu gucke ich da mal ein bisschen rein, aber ich denke mal, erst wenn es so gegen 1060 geht, werde ich mir da ja, große Gedanken drum machen. Ja, also das Power Limit für deine Ausrüstung ist 1060. Aber es gibt einen Season-Artefakt-Bonus von 20. Das heißt, das Endlevel ist maximal 1080. Ja, da bin ich bei plus 5 grad mal bei dem Artefakt. Ja. Ja, ich hab da... Wie viel hab ich denn? Ich hab auch 5. Welche Season-Pass-Level hast du inzwischen eigentlich schon? 13. 13, ich auch. Jo. Freu dich, wenn du Level 30 bist. Oh ja, dann dauert auch eine Weile. Ein Schwert. Yay, geil. Schwert, was ich immer benutze. Irgendwie komme ich mit Schwertern nicht klar. Das ist das, also von Schadenstechnik, also vom Schaden, den halt in Sekunden, ist das, glaube ich, das Stärkste im Spiel. Okay. Also mit den richtigen Perks drauf. Ich freue mich eher um die Engramme hier, die es hier gibt. Die Exos-Engramme? Ja. Da kriegt man auch mal ganz gut Ausrüstung. So, noch 40 Sekunden. Oh, man kriegt irgendwann auch sehr viele legendäre Bruchstücke. Ja, ab und zu gibt es immer 25 Stück. Kleiner Einsatztrupp, EP Boost, auch gut. Ja. Okay. Bei 50 gibt es ja nochmal so ein Sparrow. Ich gehe mal hier auf die hohe Kante. Ich gebe mir die Kante. Nicht hochkomme. Also, du darfst entscheiden, soll man das Event auf leicht oder auf schwierig spielen? Das also hier? Ruhig oder nicht heroisch? Mal ruhig, heftig. Okay. Das heißt, den Boss nicht direkt töten, sondern erst, da spawnen noch so kleine Servitoren. Und die müssen zuerst sterben. Wirst du sehen, wenn du es noch nicht verstanden hast. Okay. Unsere Speer melden eine gefallenen Aether-Catch auf der Suche nach Vorräten. So Leute, los geht's. Setz dem ein Ende. Oder auch noch nicht. Ah, da kommen sie. Ja. Ja, auch genau über uns oder was? Ach, da. Genau. Dieser Servitor, der sollte nicht direkt sterben. Okay. Sondern erst etwas später. Also, du kannst ihm schon gut Schaden machen, aber halt noch nicht direkt töten. Okay, jetzt kann man keinen Schaden machen gerade, ne? So, jetzt siehst du diese Servitoren da. Die ist etwas kleiner. Oh, ich wurde teleportiert. Ja, der große Servitor, der teleportiert. Ja, ich sehe gerade keine kleinen. Ja, ich hab die kleinen schon dran gemacht. Was hast du schon mit... Ach, da. Das sind jetzt wieder so kleine. Genau. Die müssen... Ja.
So. Wenn der tot ist, dann. Jetzt können wir den Großen töten. Jetzt ist es ruhig. So, ich bin tot. Komm, hau ich mal noch drauf hier, auch wenn das keinen Schaden macht. Jetzt wurde ich schon wieder teleportiert. Oh mein Gott, ich wurde richtig hoch teleportiert. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sterbe. Grenze. Ich bin nochmal gestorben, gibt's nicht. Okay, wir haben es aber geschafft. Okay, ich auch. Ich wurde über die Grenze von der Map teleportiert. Ich wurde auch ziemlich weit weggeschleudert. Krass. Krass. Das hat schon nie. Das ist wirklich sehr hoch. I believe I can fly. Ja. So, gucken wir mal, ob noch ein Event ist. Praktisch schießt direkt noch ein Event. Perfekt. Also zurück zum Heiligtum teleportieren und dann von da aus losfahren. Ist der schnellste Weg, glaube ich. Nach unten, ne? Ja. Genau. Oh, der blinkt bei mir, da kann ich glaube ich auch eine Quest annehmen. Ja, das war ein heroisches Event. Geht mittlerweile recht flott von der Hand, würde ich behaupten. Ja, das geht zügig. Da habe ich mich immer schwerer mitgetan in solchen Events. Ich weiß gar nicht, ja, sind diese Levels angepasst? Scheiße, ich sterbe, glaube ich. Ja. Wieso? Wo kommst du denn so schnell her? Ja, ich bin Flash. Der Kampf Flash Gordon. Achso, Festung der Schattenquest, alles klar. Genau, das ist die Kampagne, kannst du sie abholen. Alles klar. Und dann mal los. Ich folge dir. Kampagnenverfolgung für Festung der Schatten. Oh, die würde ich auch gern machen irgendwann. Aber jetzt erstmal nicht. Hä, ich bin stecken geblieben irgendwie. Ja, das ist die Gebietgrenze. Achso. So, anderthalb Minuten. Easy. Habe ich eigentlich. Kann ich das mal. Kann es wieder weggehen hier? Was? Unten diese. Info: Kampagnenverfolgung für Quest der Festung der Schatten. Das geht nicht weg. Also vielleicht kann man das mit Escape wegklicken. Nee, habe ich schon versucht. Falls nicht, dann muss man warten. Ich muss jetzt einfach auf Quests gehen und muss mir das angucken. Ja, dann macht das eben fix. Das geht schnell. So. Also es gibt halt eine Quest von Fest in der Schatten und von Forsaken. Oh, ich müsste auch mal wieder die Quests aktivieren, die wir gerade folgen. Nehmen auch schon 20 Minuten auf, sehe ich gerade. Des Rattenfängers. Hä? Ach nee, Questschritt haben wir erledigt. Jetzt müssen wir noch ein. Hä, müssen wir noch ein. Ja, wir müssen zwei öffentliche Events machen. Okay, aber wir haben ja eben schon ein öffentliches Event gemacht. Da hatten wir einen Questschritt 1 von 2, den haben wir abgeschlossen. Na, gucken wir. Gucken wir mal. Ja, wir haben eben drei Patrouillen gemacht. Ja, und dann hatten wir. Dann stand bei mir Questschritt 1 von 2. Echt? Ich glaube, das stand. Ah, keine Ahnung. Ja, die öffentliche Events ist 1 von 2 jetzt. Bei mir steht 0 von 2. Arsenal-Catch geortet. Sie ist auf dem Weg in deinen Sektor. Zerstöre sie. Du hast 0 von 2. Ja, vielleicht weil ich gestorben bin? Obwohl da aber am Ende stand Questschritt abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob das für den anderen Quest gegolten hat. Guck gleich mal. Besiege den Arsenal, der Boot zu beschützen, alles klar. Die Kreise da, die Halbkreise sind die Depots wahrscheinlich. Schieß. Boom. Schön in den Nacken.
Putz. Was hat der jetzt fallen lassen? Kaputt. Nee, du hast es nicht abgeschlossen. Hä? Nee, aber ich habe das Rattenkönigsfreund habe ich abgeschlossen. Echt? Ich noch nicht. Ja. Okay, dann liegt es wahrscheinlich echt daran, dass du gestorben bist. Okay, dann müssen wir noch eins machen. Ja. Ich habe ja immer noch 0 von 2 fürs Rattenkönigsfreunde. Bist du wieder gerade gestorben? Nee. Warte mal, gucken wir mal, ob wir dasselbe haben überhaupt. Ich habe das Rattenkönigsfreunde. Quest, dort steht hier, kann man das irgendwie. Das Rattenkönigsfreunde 4 um 4. Sie lernen zu punkten in guten Runden. Ja. Und da ist jetzt 0 von 2. Ja. Hä, dann hatte ich das aber eben schon. Nach dem ersten öffentlichen Event. Echt? Ja. Ja, okay, dann verstehe ich nicht. Also 4 und 4, sie lernen zu punkten, hast du. Entweder hat das irgendwie was Altes übernommen, dass es von einem vorhergehenden öffentlichen Event vielleicht schon was übernommen hat, aus Versehen oder wie auch immer das hier geplant ist. Oder, ja, irgendwie ein Fehler, ich weiß es nicht. Ja, ne, ich verstehe es auch nicht. Okay, das Rattenkönigsfreunde, 4 um 4. Sie lernen zu punkten in guten Runden, dann 3 wie einer, sie aufrecht stehen, nach mehr Dürsten und jenseits von Mauern nach Hause gehen. 4 um 4? Irgendwas mit 4. 4 mal irgendwas vielleicht machen? PvP. Ah, Gambit. Sie lernen zu punkten. Erzähl. Oh. In guten Runden dann 3 wie einer sie aufrecht stehen. Wir müssen dreimal machen und dreimal gewinnen, oder was? Nein, zweimal gewinnen. Ach, best of 3, alles klar. Nach mehr Dürsten von jenseits der Mauer nach Hause gehen. Also Schmelztiegel. Ja, yay. Aber ich glaube nicht irgendein Schmelztiegel, sondern einen bestimmten. Was haben wir denn zur Auswahl? 4 um 4. Müsste 4 gegen 4 sein. Jeder gegen jeden. Eigentlich. 6 vs 6, 3 vs 3, 3 vs 3, 6 vs 6. Hm. 4 vs 4, rechts oben. Durchbruch, Spieler gegen Spieler, Schmelztiegel. Das ist 4 gegen 4. Ja, können wir mal versuchen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, Leute, dann wisst ihr, was euch in der nächsten Folge erwartet. Jo. Ein paar Schmelztiegelrunden. Ich hoffe, dass wir das direkt hinkriegen. Wir müssen noch gewinnen. Scheinbar. Oder nur 2 spielen, das weiß ich noch nicht. Aber nee, zweimal gewinnen. Zweimal gewinnen. Okay, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Guckt bei der nächsten Folge vorbei, wenn wir auf die Schnauze kriegen. Und lasst gerne ein Like oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut. Tschüss.